Radio 1 und RBB Kultur präsentieren die schöne Lesung. Peter Sloterdijk, Maja Göpel und Thomas Böhm live aus dem großen Sendesaal des RBB. Herzlich willkommen, Maja Göpel und Peter Sloterdijk. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Was wir für die modernen Zivilisationen halten, sind in Wirklichkeit Effekte von Waldbränden. Die moderne Menschheit ist ein Kollektiv von Brandstiftern, die an die unterirdischen Wälder und Moore Feuer legen. Herzlich willkommen mit diesen Sätzen aus Peter Sloterdijks Essay Die Reue des Prometheus, der den Ausgangspunkt bildet für einen Gedankenaustausch zwischen dem Philosophen Peter Sloterdijk und Maja Göpel. Sie ist Politikökonomin, Expertin für Nachhaltigkeitspolitik und Transformationsforschung und hat sich in den letzten Jahren unter anderem in ihren Büchern Die Welt neu denken und Wir können auch anders ganz der Wissenschaftskommunikation verschrieben. Maja Göpel, Wissenschaftskommunikation, das klingt anspruchsvoll, komplex, undankbar. Warum tun Sie sich das an? Schöne Frage, vielen Dank für das Intro und vielen Dank, dass Sie alle da sind an einem Freitagabend, wo die Sonne so scheint. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise. Wissenschaftskommunikation, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, schon immer, wenn ich etwas machen darf, dann möchte ich das auch wieder teilen. Mhm. Und wenn ich dafür den ganzen Tag eigentlich verbringen darf, zu versuchen, die Welt zu verstehen und mir unterschiedliche Perspektiven darauf anzuschauen und dann auch Dinge sehe, von denen ich denke, oh, das wäre gut, wenn andere die auch verstehen würden, dann ist das natürlich genau dieser Auftrag. Und der ist im Bereich dessen, wo wir sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, natürlich oft diese unangenehme Wahrheit oder unangenehme Botschaft. Aber, und das ist das Gute aus den Sozialwissenschaften, in denen ich ja verankert bin, da wissen wir auch, wenn wir ehrlich hingucken, sind wir ziemlich gute, eigentlich auch Erfinderinnen und Erfinder, um Lösungen herbeizuführen. Aber das geht nur, wenn wir uns auch trauen, ehrlich hinzugucken. Und in dieser Doppelrolle war ich jetzt unterwegs und manchmal ist das ziemlich anstrengend und manchmal macht das unheimlich viel Spaß, weil ich dann mitbekomme, was in der Gesellschaft dadurch auch alles freigesetzt wird. Peter Sloterdijk, Sie schauen auch genau hin. Wir werden auf die Gedanken und Analysen Ihres Essays im Laufe des Abends immer wieder zu sprechen kommen. Ich nehme jetzt einfach den letzten Satz vorweg. Der erinnert an den Schlusssatz des Kommunistischen Manifestes, der ja lautet, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Bei Ihnen heißt es, Firefighters aller Länder, dämmt die Brände ein. Ist das der dringlichste Appell, der sich überhaupt in Ihrem Werk finden lässt? Vermutlich ja, weil ich nicht dafür bekannt bin, Handlungsanweisungen zu geben. Nicht? Also, ich weiß, dass das Fach, das ich im weitesten Sinne des Wortes immer noch vertrete, soweit das Wort vertreten hier überhaupt am Platz sein kann, unter dem Vorzeichen der Unpopularität begonnen hat. Nicht? Also für Plato wäre der Gedanke... Augenblick, Ihr Mikrofon funktioniert gerade nicht. Ich gebe Ihnen mal meines. Gut. Für Plato wäre eine Berufsbezeichnung wie Wissenschaftskommunikation durchaus unvorstellbar gewesen, denn als die Wissenschaften auf europäischem Boden aufkamen, genauer gesagt als in Athen sich als erste Schulstadt zu qualifizieren bekam, da machte es den Philosophen nichts aus, eine neue Spaltung in die Gesellschaft einzuführen, nämlich zwischen denen, die etwas wissen und die auch lesen und schreiben können, und den anderen. Es soll ja auf dem Eingang der Akademie ein ziemlich unangenehmes Wort gestanden haben, das nämlich hieß Ageometroi, das heißt die Leute, die nichts von Mathematik verstehen. Und an die gewendet sagte diese Inschrift, möget ihr gleich mal wegbleiben. Also sie haben also im Grunde genommen 2000 Jahre,
2500 Jahre Geistesgeschichte sozusagen auf den Punkt gebracht, dass nämlich plötzlich sozusagen das Volk und das populäre Element, das demokratische Element auch in die Wissenswelt eindringt. Und wenn Wissenschaft esoterisch sein sollte, und sie tendiert ja sehr stark dahin, dann entsteht auch die Notwendigkeit, zu dieser Esoterik die dazugehörige Exoterik hinzuzuerfinden. Und das, bitte. Nein, das finde ich total interessant. Ich habe Plato, bestimmt nicht in der Intensität wie Sie, mir mal angeschaut zu Demokratie. Und der hat ja ganz deutlich damit verbunden, dass es ein Auftrag der Elite, die Sie ja ansprechen, in dem Moment sein müsste, in der Bevölkerung einen zumindest ausreichenden Wissensstand anzubieten, damit überhaupt demokratische Prozesse A, funktionieren können und B, geschützt werden über die oder vor der Machtübernahme derjenigen, die dann wissen, wie ich dieses System auch gut manipulieren kann. Ja. Das heißt, die Idee, dass da so ein bisschen so ein Transfergedanke vielleicht nicht blöd wäre, die war ja schon da, oder nicht? Nun, aber sein Transfergedanke bezog sich auf Schüler. Also sollte das sich herausstellen, dass die Demokratie ein anderes Wort für ein Volk von Schülern sein sollte, dann wäre Plato vielleicht noch mit dabei. Aber ansonsten ist er Wissensaristokrat, am Ende sogar Wissensmonarch in seiner Politeia. Er stellt ja sogar diese seltsame Forderung auf, von der Sokrates, der das formulieren selber weiß, dass würde er das laut sagen in der Stadt, würde es zu Mord und Totschlag führen. Aber unter Freunden sagt er es, die Welt kann nicht besser werden, solange nicht die Philosophen Herren oder Herrscher und die Herrscher Philosophen werden. Das stimmt, ich glaube, Plato hat es nicht unbedingt uns zugetraut, dass wir das mit Demokratie lange hinkriegen, sondern eigentlich als Zwischenschritt zur Tyrannei beschrieben, ne? War so. Ja, es gibt bei Plato und auch bei seinen Nachfolgern ja so einen Staatsformenzyklus, nicht? Also die beste Staatsform. Ich glaube, die beste Staatsform ist die sozusagen die Herrschaft der Wissenden, die zweitbeste, deren Dekadenzform heißt Tyrannis. Die zweitbeste Staatsform ist die Aristokratie, deren Dekadenzform heißt Plutokratie oder Oligarchie im modernen Sprachgebrauch. Und die dritte Staatsform ist die Demokratie und deren Verfallsform ist sozusagen die Anarchie und die wiederum ruft einen Tyrannen oder einen Herrscher vorbei, weswegen die Staatsformen auch rotieren. Jetzt sind wir quasi in der Antike gelandet, wollen uns heute Abend natürlich über die Gegenwart unterhalten. Herr Göpel, was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, Peter Sloterdijk lädt Sie ein zu diesem Gedankenaustausch? Haben Sie sich gefreut, jetzt treten auch sozusagen die Philosophen, die sonst keine Handlungsanweisungen machen, an unsere Seite? Na klar, also ich meine, für die Themen, ich will es gar nicht mal mehr Thema nennen, das ist ja verrückt, ne? Dass immer noch das Klima Thema ist. Für die Realitätsveränderung, die da draußen stattfindet, immer mehr Vertreterinnen zu bekommen, die aus ihrer Zunft sagen, okay, damit müssen wir uns befassen und ihre jeweilige Perspektive darauf zu teilen, ist natürlich genau das Momentum, wo wir rauskommen von, das ist etwas, wo sich eine bestimmte Zunft mit beschäftigt. Oder das ist etwas, das ist ja auch in Ihrem Buch dankenswerterweise sehr stark gemacht worden, was irgendwie mit unserer Umwelt zu tun hätte oder ein weiches Thema wäre etc. Und das ist natürlich eine Veränderung, die wir in den letzten Jahren sehr wahrgenommen haben und die unheimlich wichtig ist, weil es damit die Herausforderung ins Zentrum der Gesellschaft auch bringt. Und deshalb sind neue Akteurinnen in Anführungsstrichen natürlich unheimlich wertvoll. Und gerade wenn es so eminente Persönlichkeiten sind, die auch mal ein bisschen auf den Tisch dreschen dürfen, ohne dass man denen dann gleich irgendwelche Vorwürfe macht, freue ich mich darüber natürlich sehr. Am Ende Ihres zweiten Buches machen Sie aber eine erstaunliche Aussage. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich nur an das Publikum gewendet ist oder ob das sozusagen eine familiäre Binnenkommunikation mit enthält. Und Sie schreiben da, es wird das letzte Buch sein. Das habe ich mir und meinen beiden Töchtern versprochen. Also Philosophen betreten die Bühne, Wissenschaftlerinnen treten ab. Das kann man sich nicht vorstellen. Naja, es gibt ja auch unterschiedliche Formen des Ausdrucks, die einem vielleicht leichter und schwerer fallen. Ich finde die Buchform, obwohl ich mich jetzt hier dreimal und ja gut mit der Dissertation vielleicht viermal gestellt habe, waren das nicht unbedingt die besten Lebensphasen.
Also die sind unheimlich, finde ich, geistig ansprechend und ich muss mich da immer auch wegsperren eine Zeit lang und ich habe schon den Eindruck, der Lerneffekt ist ein großer und natürlich ist es toll, wenn das Kondensat im Grunde genommen dann natürlich auch einen Anklang findet. Aber gerade in Zeiten, wo Kinder eigentlich den Rhythmus vorgeben, meine sind ja noch relativ klein. Ich weiß nicht, wie sie ihre Bücher schreiben, aber meine möchten manchmal zwischen so auch 12 Uhr und 4 Uhr morgens raus. Und wenn ich dann wieder um 6.30 Uhr aufstehen muss, weil dann einfach Kinder in die Schule oder die Kita müssen, dann ist das auf Dauer für diesen Biorhythmus, bin ja auch so ein biologisches Wesen, nicht so leicht. Und wenn die Mutter immer nur mit völlig verspacedem Blick, weil sie irgendwie die 14. Gedankenblase, die sie da angetickert hat, halt nicht einfach ausmachen kann, wahrnehmen, war das für diese Binnenkommunikation nicht immer leicht. Und deshalb fand ich es jetzt auch interessant, es sind ja zwei Werke, die auch einfach sehr groß versuchen, Zusammenhänge aufzumachen. Und jetzt habe ich gedacht, in einer kleineren Frequenz von Ergebnis, dann darf man mal einen Haken machen, Pause drunter. Dann darf man auch hier mal so ein bisschen ausschalten, mal ein Wochenende machen etc. Also es ist tatsächlich eher so eine artgerechte Haltung für eine Zeit und wenn die Kinder wieder größer sind vielleicht oder so. Ja. Aber es war im Grunde ist dieses Problem auch so alt wie die Wissenschaft selbst, weswegen die meisten Intellektuellen der Antike schon mehr oder weniger indirekt, aber auch deutlich genug das Zölibat empfohlen haben für denkende Wesen. Und Nietzsche hat den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er im Blick auf Sokrates gesagt hat, ein verheirateter Philosoph gehört in die Komödie. Nicht wahr? Herr Bogner, dann haben wir doch das nächste Format gleich bei uns. Aber wir haben uns, wie Sie sehen, die Komödie verlassen und mischen uns auch in die Tragödien ein. Im Gegenteil, die Philosophie der letzten Jahrhunderte hat eigentlich mehr den tragischen Aspekt des Lebens, des in der Weltseins ausgearbeitet und war fast immer eine Form der traurigen Wissenschaft. Insofern ist sozusagen der Ton, den Sie in das Gespräch bringen, ein ganz anderer, weil Sie ja sozusagen eine professionelle Mutmacherin sind. Nicht? Chemisch würde man sagen, ein Stimmungsaufheller. Nicht? Aber das ist ja total interessant, wenn man sich überlegt, was der Sokrates von mir unterscheidet und anderen, ja, hatte ja keine Kinder. Und das ist ja vielleicht genau der Stimmungsaufheller. Wir sind ja ein Stück weit verpflichtet zu überlegen, was sind denn die Möglichkeitsräume für die Nachgeborenen. Und dadurch kommt vielleicht auch eine ganz andere Energie mit. Ja, die Philosophen von früher, wie auch die Wissenschaftler bis vor etwa gut 100 Jahren, haben ja in einem völlig veränderten Weltbild, aber auch in einer völlig veränderten Weltszene gelebt. Denn die grundlegende Einteilung, mit der sich Menschen früher in der Welt orientiert haben, war ja wohl die, dass es auf der einen Seite die Natur gibt, die im Wesentlichen statisch gedacht wird, die immer gleich, so wie wir, weil wir ja nicht sehen, wie die Berge sich auffalten. Zeitraffertechniken waren da früher noch nicht bekannt. Also wenn man irgendetwas als ewig gleichbleibend beschreiben wollte, hat man das meistens als felsenfest bezeichnet. Die moderne Zeit, in der wir leben, wir sehen die Felsen wachsen. Also wir sehen aufgrund der Tatsache, dass wir mit Zeitraffer-Methoden, aber auch mit Zeitraffer-Gedanken, mit sehr großen Zeiträumen arbeiten, merken wir, dass diese reine Hintergrundnatur für uns ein für alle Mal verloren ist. Und das bedeutet auch, dass das alte Schema, das menschliche Drama vor dem Hintergrund, vor der Kulisse der Natur, für uns nicht mehr anwendbar ist, ja, sondern mit einmal, das ist sozusagen, als würden die Kulissen anfangen, selbstständig zu werden und mitten im Stück fangen die Bäume an zu reden und von den Felsen herunter kommen drohende Stimmen und die Lawinen sprechen und die Erdrutsche sprechen und die Überschwemmungen sprechen und werden jetzt zu Dramenpersonen, was sie früher nicht hätten sein können. Das ist eine ungeheure Veränderung. Maya Göpel hat ja gerade, als sie gesprochen hat, bei dem Wort Umwelt die Stimme einmal so angehoben.
Sie erläutern ja in Ihrem Buch auch, dass wir anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben, also diese alte Gegenüberstellung Mensch und Natur, dass der Begriff Umwelt eigentlich nicht mehr benutzt werden sollte. Warum? Er soll benutzt werden, aber er soll verstanden werden. Nicht? Also das Außerdienststellen von Ausdrücken ist fast nie die richtige Methode, um mit einem problematisch gewordenen Sachverhalt umzugehen. Der Begriff der Umwelt verdient aber etwas mehr Aufmerksamkeit, als man ihm gewöhnlich zu geben gewohnt ist. Und zwar deswegen, weil er letzten Endes die Fixierung auf das Zentrum bestärkt. Denn der Gegenbegriff zur Umwelt heißt entweder System oder Organismus oder Subjekt. Nicht? Also Heidegger hat in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon angefangen, den Finger auf diese Stelle zu legen. Nicht? Er hatte damals bereits dieses epochemachende Buch von Jakob von Uexküll in der Hand gehabt, aus der Umwelt und Innenwelt der Tiere. Nicht? Das ist ursprünglich 1909 erschienen und dann in zweiter Auflage Anfang der 20er Jahre noch einmal. Und Heidegger sagt, was ist denn eigentlich das von der Welt? Ja? Und da hört er sozusagen den Anthropozentrismus an uns heranschleichen, nicht? Weil das ist ja immer das, was die Hauptsache umgibt. Nicht? Und wir kommen mit dem Begriff der Umwelt nicht wirklich aus der anthropozentrischen Logik heraus. Deswegen haben manche Denker auch die Vorschläge gemacht wie Mitwelt, ja? Damit sozusagen ein interaktives Zeichen noch mit eingefügt wird in diesen Gedanken. Aber der bloß gedankenlose Gebrauch des Umweltwortes führt uns nicht weiter, weil man dann einfach nur neue Routinen schafft und neue Absolutionsverfahren. Nicht wahr? Jedes DAX-Unternehmen hatte zwischen sozusagen einen Nachhaltigkeitsbeauftragten und einen Umweltoffizier. Das deutet sehr deutlich darauf hin, dass sozusagen das System auch die Umwelt frisst. Ne? Aber ich finde das ganz spannend, da nochmal gedanklich zu bleiben, weil ich ein Zitat immer gerne aus dem Brundtland-Bericht rausnehme, der 1987 formuliert wurde, um eben diese Nachhaltigkeitsthematik zum ersten Mal zu packen. Und die Passage, die ich da unheimlich wichtig finde, ist in Referenz auf eben den Blick aus dem Weltall auf die Erde, zum ersten Mal diese Spaceship Earth, also Raumschiff-Erde-Thematik, in ihrer Begrenzung, aber gleichzeitig Schönheit nach vorne zu bringen. Und diese Passage zeigt dann eben, dass das ein komplett neues Verständnis ist, wenn wir die Fragilität dieser Murmel verstehen und dieses Eingebettetsein in die Netzwerke, die weißen, blauen, grünen, die da diese Lebendigkeit ausmachen und auch diesen Planeten ja von all den anderen Steinbällen unterscheiden, dass das ein Upset of the Human Health Image, also ein Hinterfragen unseres Selbstverständnisses ja mit sich bringen, was sie in die Analogie mit der kopernikanischen Revolution bringen. Und das Interessante ist ja der Kränkungsanteil dabei. Da würde ich Ihre Perspektive gerne nochmal darauf hören, weil das Kopernikanische war ja auch so dieses, wie, was, es dreht sich nicht alles um uns, ne? Also anthropozentrisch in dem Fall um die Erde herum, sondern wir kursieren um diese Sonne. Und jetzt, wie, was, also dieses Umweltzeug ist nicht alles einfach nur für uns da, um Ressource zu werden und wir packen das auseinander, wie wir wollen, stecken es woanders wieder hin, sondern brauchen eigentlich ein Momentum von Demut, um zu verstehen, wie das große Ganze eigentlich zusammenhängt und dass wir daran eingebettet sind und gut tun, ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln, nicht um es notwendigerweise zu manipulieren und zu transformieren zu einem Ausmaß, das wir nicht mehr kontrollieren können, sondern vielleicht in unserer Art und Weise mit mehr Respekt unsere Form darin einbetten. Also deshalb fände ich diesen Kränkungsmoment schon ganz spannend, ob es der ist, der uns da so schwer macht, das zu akzeptieren. Also Gott sei Dank ist ja Frau Brundtland nicht verbrannt worden, Galileo ging es ja noch ein bisschen anders und die anderen, die da irgendwie was vertreten haben, was dem Klerus oder den DAX-Konzern nicht so gefallen hat. Also ich fände das mal ganz interessant, da kurz zu verweilen und Ihre Meinung noch mal zu hören. Ja, das Thema Kränkung führt schrecklich weit. Und wenn man Umfragen abhält und nach Kränkungen fragt, darf man sicher sein, dass man sozusagen einen Sturm an positiven Antworten auslöst. Nicht? So wie viele Menschen
mit Hiob wetteifern, so gibt es auch einen Wetteifer um die Position des meistgekränkten. Aber Homo sapiens ist vielleicht aus der kopernikanischen Wende weniger gekränkt hervorgegangen, als Sigmund Freud geglaubt hat in seiner berühmten Erzählung von den drei Kränkungen, die er der vierten Kränkung, nämlich durch die Psychoanalyse, vorausgehen ließ, nicht? Nämlich des Kopernikus und dann des Darwin, der uns ja in das Verwandtschaftssystem der Großaffen eingemeindet hat, nicht nur zum Wohlgefallen viktorianischer Lesezirkel. Zeitgenössische Biologen lassen es bei diesen drei Kränkungen übrigens nicht bewenden, sondern einige Autoren haben noch eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte Kränkung hinzugefügt. Mit der letzten haben sie ja auch von Berufswegen zu tun, weil es so etwas wie eine systemtheoretische Kränkung gibt, nämlich das Werkzeug, mit dem wir Probleme bearbeiten, als solches seiner prekären Eignung zu den gestellten Aufgaben überführt. Also das Kränkungsthema ist eine sehr große Unternehmung, und die Frage, ob Menschen es verlernen können, anthropozentrisch zu denken oder egozentrisch zu denken oder patriozentrisch oder wie immer man also das Zentrum benennen will, das ist eine bis auf Weiteres sehr offene Frage. Es gibt eine etwas 3000-jährige Geschichte religiöser Systeme, deren Resümee würde ungefähr lauten, man hat über lange Zeiträume hinweg versucht, Menschen die Demut beizubringen, nicht? Und wenn es ein Scheitern im Großen gibt, dann möchte man sagen, betrifft es dieses Projekt, nicht? Den 3000 Jahre Hochkultur, 2500 Jahre Buddhismus, 2000 Jahre Christentum, 1400 Jahre Islam. Man hat nicht den Eindruck, dass dies sozusagen als ein großes Demutstraining resümiert werden darf. Maja Göppel, darf ich einmal, weil dieser Begriff jetzt schon mehrfach heute Abend gefallen ist, der Begriff System. Sie erläutern in Ihren Büchern die Grundlagen der Systemwissenschaften und zeigen, wie diese Systemwissenschaften zur Problemerkennung und zur Problemlösung angewendet werden kann. Wie gesagt, System ist ein sehr abstrakter Begriff. Warum sollte der möglicherweise sogar in Alltagsgesprächen öfter vorkommen? Wie hilft der uns, die Welt in Systemen zu begreifen? Also viel wird eben diskutiert als eine Erweiterung einer Perspektive, die sehr eng geführt wurde auf diesen individualistischen und auf vielleicht bis Newton zurückzuführende Form, dass wir überlegen, wenn wir ein Partikel oder einen Teil sehr gut verstehen, analytisch auseinandernehmen, dann wissen wir, wie es funktioniert, und dann können wir aus dieser Form des Verständnisses aggregieren, also aufrechnen, wie ein System sich auch verhalten wird. Das findet sich in der Ökonomie mit dem methodischen Individualismus. Das findet sich in anderen Bereichen genauso, dass wir sagen, Menschen sind halt so und bestimmte Entwicklungen sind eben so, und wir können sie prognostizieren dadurch auch in die Zukunft. Und das Systemische ist eigentlich sehr evolutionär gedacht, was ja Darwin auch in einer unterschiedlichen Lesart dann anbietet, nämlich dass auch eine bestimmte Spezies oder ein bestimmtes Teil unter einer bestimmten Gegebenheit, sprich dieses Systemische, in das es eingebettet ist, mit Rückkopplungsschleifen, die kultureller Form sein können, die biologischer Form sind, die durch klimatische Veränderungen natürlich dann auch einer Spezies vielleicht leichter machen als anderen. Also das Ganze, was uns einbettet, mitzuverstehen, um dieses Teil als Teilhabendes
zu sehen. Also es hat sehr viel Fokus auf die Beziehungsebenen und hat sehr viel Fokus auf etwas eigentlich Zukunftsoffenes. Und diese Botschaft finde ich wichtig, also die zweiteilige Botschaft, zu sagen, die Dinge sind veränderlich, natürlich, und sie haben bestimmte Richtungen und diese Dynamiken können wir verstehen. Und wir können dann natürlich anders versuchen, Einfluss drauf zu nehmen. Und vor allem brauchen wir nicht in diesem, das war schon immer so, so wird es bleiben, uns bleibt nur die Extrapolation des Gewesenen. Das ist ja im Grunde genommen inzwischen die Horrorbotschaft, weil dann haben wir viele Dinge, die wir gar nicht ändern können, wenn wir immer gierig bleiben und nie den Hals voll kriegen. Deshalb, ich möchte das Demos-Projekt nicht gleich abhaken, ne? Sondern es gab ja immer auch schöne Gegenbewegungen. Auch das ist so das Systemische. Es gibt einen Feedback-Loop, der beschleunigt ist, und es gibt einen Feedback-Loop, eine Rückkopplungsschleife, die auch wieder balancierend wirken kann. Und im Endeffekt muddeln wir uns dann so durch. Und sobald man das stärker versteht, kann man natürlich auch diesen ganzen, das ist so, das war so, das wird so sein, etc., auch ein bisschen was gegensetzen und sagen, muss das so? War das wirklich immer so? Und gerade dieses historische Aufknacken von, und wie sich Dinge auch verändert haben, ist unheimlich spannend und öffnet vieles von dem, was wir sonst vielleicht sehr dinghaft oder sehr vorstrukturiert oder naturgesetzlich, obwohl es eigentlich menschengemacht ist, häufig ja auch wahrnehmen. Und deshalb finde ich das eine tolle Ermutigung, so auf die Welt zu schauen. Ja, das systemische Denken ist etwas, ja seinerseits eine reiche Geschichte aufzuweisen hat. Im 18. Jahrhundert hat jeder Intellektuelle in Frankreich, der auf sich hielt, ein Système de la Nature verfasst. Ja. Von dort aus wandert der Begriff in die deutsche Philosophie ein und insbesondere Schelling und Fichte und Hegel, also die großen Denker des Idealismus, haben den Systembegriff benutzt aus einem mehrfachen Grund. Schon für die Denker des 18. Jahrhunderts war der Ausdruck System ein Alternativbegriff für Natur. Und im Klima des beginnenden Atheismus, also des wissenschaftlichen Atheismus, geht es immer darum, wie können wir argumentieren, um die Hypothese Gott weglassen zu können. Denn das ist sozusagen die Ursache aller Ursachen. Es soll so weit weggeschoben werden, wie nur möglich. Und es taucht der Gedanke auf, dass irgendwelche Dinge sich von selber ordnen können, ohne dass eine ordnende Hand in sie eingreift. Nicht? Also auch das berühmte Argument von der unsichtbaren Hand, das Adam Smith in seinem Traktat über den Wohlstand der Nation eingeführt hat, ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass die Denker damals anfangen, nach Erklärungen dafür zu testen, dass Dinge sich selber regeln, ohne dass man gleich den höchsten Uhrmacher herbeirufen muss. Also nur bei Störungen wird er noch gebraucht, ansonsten läuft die Uhr von alleine. Nicht? Also vom 17. Jahrhundert an ist ja die Uhr sozusagen die Systemmetapher schlechthin. Und später ist es der animalische, der tierische Organismus. Wie ist überhaupt ein Tier möglich? Woher weiß das Tier, dass es genau so sein muss, wie es ist, damit es sich erhält? Es muss irgendwie ein Inneres sein können und ein sich selbst belehrendes, sich selber Ziele gebendes Projekt in sich tragen. Und da hat man dann Begriffe, die bis in die Antike zurückreichen, wieder aufgegriffen und ihnen ganz neue Bedeutung gegeben. Bei Aristoteles heißt nämlich diese merkwürdige Ausstattung von Lebewesen mit den notwendigen und zureichenden Kenntnissen und Fähigkeiten, die nötig sind, damit man dieses Tier zustande kommt, hat er das Energeia genannt, also das innen angesiedelte Werk. Ja, also ich trage in mir selber offenbar ein Programm, das ich ausführe, und indem ich es ausführe, bin ich am Leben. Ja. Oder es ist eben die Entelechie, man hat ein Ziel, das im Inneren bereits gesetzt ist, und ich lebe auf es zu. Das sind die beiden Merkmale des Lebendigen, so wie die Antike es schon verstanden hat. Und es ist klar, dass in moderner Zeit die Wissenschaftler haben der theologischen Fakultät ziemlich deutlich den Rücken gekehrt, nicht? Und Gott hat keinen Zugang zum Labor, nicht? Also er darf die Versuchsanordnungen nicht stören, er darf nicht intervenieren, nicht? Und
Daher die berühmte Anekdote, als Napoleon einmal, ich glaube es war Lavoisier oder der Erfinder des Einteilungssystems der Pflanzen und Tiere gefragt, was er denn von Gott halte, dann bekommt er diese legendäre Antwort: diese Hypothese habe ich bisher nie gebraucht. Aber das Schöne ist ja, dass wir heute hören, dass die Menschen, die so ein bisschen kritischer sind, ne, einfach nicht an die Technologie glauben und an unsere Fähigkeit, Technologie zu entwickeln, nicht mehr glauben. Also der Glaubensbegriff hat ja wieder Einzug gefunden, auch ins Labor. Auf einmal sind da E-Fuels und Wasserstoffvorräte und was weiß ich, ohne Ende vorhanden, nur damit wir jetzt nichts ändern müssen. Ist ja ganz interessant, haben wir die Tür wieder aufgemacht zum Labor für den Gott der Technologien? Ich glaube, man hat den Blackbox-Charakter der meisten technischen Geräte mit einem gewissen Wohlgefallen zur Kenntnis genommen und sagt, wenn es einen Gott gibt, dann muss er irgendwo da im Innern der Maschine sein. Außen sieht man ihm nichts an, weil da es genügt, dass es Tasten hat. Ja. Brötchentaste, habe ich gehört. Ja, aber dadurch entsteht eine sekundäre Form von Religion bzw. von Gerätevertrauen. Man geht einfach davon aus, dass Geräte die Funktionen, für die sie geschaffen sind, wirklich ausführen. Ja, es sei denn, sie stammen aus irgendwelchen berüchtigten Herkunftsländern. Nicht wahr? Ich muss ab und zu mal für all diejenigen, die zwischendurch reingeschaltet haben und uns jetzt gespannt zuhören, sagen, sie hören eine Übertragung live aus dem großen Sendesaal des RBB, live bei Radio 1 und RBB Kultur. Sie können uns auch zuschauen im Videostream auf radio1.de. Da würden Sie jetzt sehen, wie ich mir bei Maja Göpel eine kleine Übung ausleihe. Sie fordern in Ihren Vorträgen Ihre ZuhörerInnen zuweilen auf, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, wie sich eine wünschenswerte Zukunft anfühlt. Machen wir das doch mal. Schließen Sie mal die Augen und versuchen sich vorzustellen, wie eine wünschenswerte Zukunft sich anfühlt. Das ist ein Schrecken im Radio. Da darf es nicht still werden. Was ist die Idee dieser Übung, Maja Göpel? Die Idee der Übung ist, zwei Schritte zurückzugehen und vor allem zu überlegen, wo haben wir Gemeinsamkeiten dessen, auf die wir aufbauen können und uns genau als Wesen wahrzunehmen, die tatsächlich viel durch Spüren und durch Interaktionen in der Welt auch ihre Verankerung und ob sie sich darin wohlfühlen oder nicht ja wahrnehmen und das ausmacht. Und dass wir uns sehr häufig darüber streiten können, wie die Welt aussieht in der Zukunft. Ob da jetzt eben mehr oder weniger Wärmepumpen, Wasserstoffheizungen, Verbrennermotoren oder andere sind. Aber in der Essenz näher kommt man das, was uns verbindet, wenn wir sagen, wir möchten gerne die Abwesenheit von beispielsweise zu viel Luftverschmutzung haben. Wir möchten gerne, dass es sich freundlich anfühlt, wie wir uns in der Straße begegnen. Wir möchten nicht, dass es 42 Grad plus hat, weil das für unsere Körper nicht so gut auszuhalten ist. Und das ist immer wieder die Suche danach, wie können wir denn eigentlich auch mal das, was uns verbindet, in den Vordergrund rücken und weniger auf diese Detailfragen, die wir wahrscheinlich sowieso nicht heute werden beantworten können. Das ist ja auch eine Botschaft der komplexen Systeme, wie exakt diese Zukunft aussehen wird. Selbst wenn wir sagen, wir versuchen das Wünschenswerte in sie reinzubringen, weiß niemand und das sollten wir auch loslassen. Das sollten wir übrigens auch von der Politik nicht ständig einfordern, um sie dann einer falschen Aussage überführen zu können, weil jede Person, die ihnen sagen will, in 10 Jahren wird es genau so und so sein. In der Dynamik der Veränderungen heute würde ich da ganz vorsichtig sein und eher fragen, welche Rechnung liegt denn zugrunde, hat die denn überhaupt die Parameter der Möglichkeiten drin oder ist das nicht eine Reduktion von Möglichkeiten, die wir eigentlich wissenschaftlich anfragen sollten? Und das ist immer wieder dieser Gedanke, was ist der nächstmögliche Schritt, auf den wir gemeinsam aufsatteln können und was ist etwas, was wir in die Zukunft stärken wollen? Das ist auch in der Systemtheorie der Komplexität mehr von dem, und weniger von dem ist eigentlich so eine Idee, wie kriegt man immer das nächstmögliche, also Jason Possible eigentlich in die Welt. Wenn die großen Pläne nicht mehr funktionieren, dass man eine Richtungsorientierung bekommt und sich immer wieder fragt,
was ist das, was als nächstes tatsächlich möglich ist und wie kriege ich die Brücke gespannt, sodass möglichst viele diesen nächsten Schritt erstmal mitgehen können. Weil vom nächsten Schritt sieht dann ja das Mögliche wieder anders aus. Und das ist gerade bei den nachhaltigen Zukunften so wichtig heute, dass wir nicht in der heutigen Verfassung mit den heutigen Autos und mit den heutigen Infrastrukturen denken, oh Gott, und das CO2-frei, das klingt echt mega mühsam und irgendwie anstrengend, und wie komme ich denn von A nach B? Aber es geht ja genau darum, all das zu erfinden und in die Welt zu bringen, mit denen das dann nachhaltig funktioniert. Und deshalb immer wieder das Einladen, in das Wünschenswerte auch reinzugehen. Ich habe kürzlich die Nachricht aufgefangen, dass das Europäische Patentamt im vergangenen Jahr weltweit 190.000 Patentanmeldungen registriert hat, wovon etwa 48.000 aus den USA kommen, halb so viel vielleicht aus Deutschland. Und alles andere entfällt auf das, was wir gerne etwas herablassend den Rest der Welt nennen. Nicht überhaupt, das Rest der Welt ist eine urbritische Erfindung, von der wir uns dieser Tage anlässlich der Krönung wieder haben überzeugen können. Nicht? Es gibt einen König und den Rest der Welt. Oder es gibt Großbritannien und den Rest der Welt. Nicht? Dieses Rest der Weltgefühl wandert dann im Laufe des 19. Jahrhunderts über den Atlantik und erzeugt die amerikanische Perspektive, die auch Amerika kennt und den Rest der Welt. Mit der großzügigen Hypothese verbunden, dass in jedem Menschen auf diesem Planeten ein Amerikaner verborgen ist, der heraus möchte. Aber ich glaube, Ihr Argument würde einen Philosophen wie Ernst Bloch zu einer Nachfrage veranlassen. Also er würde Sie ohne Zweifel als eine Kollegin begrüßen, unter dem Aspekt, dass man bei Ihnen sozusagen den Tagtraum bei der Arbeit beobachten kann. Ja. Er hat ja den Nachttraum scharf unterschieden vom Tagtraum. Und für ihn. Macht die alten Träume mehr durchbrechen, oder? Ja, aber er hat die Tagtraumdeutung ist für ihn sozusagen die Grundlagenwissenschaft der Politik. Ja. Und zwar, weil er im Rahmen des Prinzips Hoffnung antizipatorische Energien sich sichtbar gemacht werden können, die tatsächlich so etwas wie im Voraus anwesende Zukunft zu enthalten scheinen. Und deswegen hat er ja auch sozusagen das Märchen erzählen als einen Teil der Tagtraumforschung gedeutet und es ist nicht in die Nachttraumdeutung, also in die freudianische Tradition abgeschoben. In jedem Märchen sind Wahrheitselemente, die es nicht verdient haben, dass man sich mit dem sozusagen spöttischen Geist des allzu erwachsenen Menschen über sie beugt. Es lohnt sich immer hinzuhorchen, in welche Richtung wird, in Richtung auf welchen Weltzustand wird in welcher Erzählung geträumt. Und mir scheint, Sie gehören also auch zu den Autoren aus der großen Riege des Prinzips Hoffnung, die glauben, dass die Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat, nie ganz zu Ende ist. Ne? Wünsch dir was. Nein, aber ich finde, also einer meiner Lieblingssprüche ist, was heute gemessen wird, ist früher mal fabuliert worden. Also irgendwoher kommt es ja immer, dass wir das Überschussseiende anfangen, in das, was wir die Perzeptionskulisse nehmen, einzubauen und dafür dann eben auch Formen suchen, sei es jetzt sprachliche Formen oder sei es numerische Zugreifen. Oder neulich habe ich mit Alexander Kluge gesprochen, der meinte, wir vergessen ja zwei andere Formen des Ausdrückens und miteinander in Resonanz gehens der menschlichen Fähigkeiten mehr zu stärken. Das eine ist das Ikonografische, also wirklich mit Symbolen, mit Bildhaften auch zu arbeiten und die Performance. Und Kunst, Kultur und diese Form des Ausdrucks eines Möglichkeitsraumes
hat ja auch eine ganz wichtige Rolle, wird übrigens mehr und mehr diskutiert, ja auch, wie kann eigentlich Wissenschaft auch mit Kunst und Kultur wieder stärker zusammenarbeiten, um Dinge, die eben noch nicht Realita da sind und sich dem Messen vielleicht noch verweigert, aber im Fabulieren durchaus offen sind, tatsächlich schon mal in das, was wir betätigen oder mit dem wir uns auseinandersetzen und in Resonanz gehen, überhaupt einzuladen und als Teil der Möglichkeitsräume eben zu skizzieren. Und ich finde das total interessant, wie schnell da gewertet wird. Weil wenn man sich so überlegt, wie einigen Technologievorreitern gesagt wird, ja klar, super, ich schmeiße dir die Milliarden hinterher. Die fabulieren richtig viel. Ne? Und irgendwie ist da mit dem Geldversprechen auf einmal alles möglich. Aber umgekehrt bei denjenigen, die sagen, hey, das mit der Demut, das haben wir uns noch nie so richtig ausgiebig vorgenommen. Lass uns das doch einfach nochmal machen, das Potenzial der inneren Bildung nochmal so richtig in den Fokus nehmen. Was ja übrigens bei den systemischen Denkern der Ökonomen immer Teil war, ne? Von Mill oder sogar bis Bentham hin und Keynes, der noch 36 auch geschrieben hat, wir würden uns natürlicherweise eigentlich dieser inneren Entwicklung von Kultur, von Gesundheit, von Bildung widmen, wenn das ökonomische Problem gelöst sei. Also er hatte die Idee, wenn wir materiell genug haben, haben wir ein ökonomisches Problem gelöst. Wir haben kein ökonomisches Problem mehr. Und das ist ja total spannend, dass in verschiedenen Bereichen diese Idee von das Mensch Potenzial wird weiterentwickelt, eigentlich immer hochgehalten wurde. Und wie schnell das aber in unserer sehr technologisierten Welt und auch monetär getriebenen Welt dann in den Naivitätsraum abgeräumt wird, obwohl es weder viel Geld kosten würde, sondern eher Zeit und Aufmerksamkeit und vor allem auch nicht viel Planet kosten würde. Das ist ja eigentlich eine fantastische Nachricht, dass da dieser unheimliche Entwicklungsraum uns offen steht. Und ich finde das so interessant, dass wir diesem Projekt nicht mehr Aufmerksamkeit geben, weil es sich nicht so gut in Wert setzen lässt. Also wäre eben auch die Frage, wie kann das dann sein, dass die Steuerungsinstrumente dessen, wo das Fabulieren auf einmal unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommt, damit ja auch Realitäten geschaffen werden. Der digitale Raum ist ja nur ein Beispiel dafür. Und wieso das bei den Dingen, die eigentlich ja in uns liegen, also bis hin zu Human Enhancement, ne? Wir trauen uns das nicht zu. In der Psychologie reden wir über uns als ein Mängelwesen und nehmen das irgendwie so an, dass wir halt so mängelig sind. Und dann brauchen wir diese Endgeräte, um irgendwie was Besseres aus uns raus zu enhancen. Das ist halt so absurd. Also, und das nehmen wir alles so hin. Was machen wir mit meinen 190.000 Patentanträgen? Mal fragen, was ja, da alles ja, patentiert also, werden soll und von wem also und warum. Also meine erste Reaktion auf eine solche Information ist eigentlich die, dass ich sage, das sind doch lauter unerbetene Erfindungen. Nicht? Also, es gab ja auch einen Moment, wo das Automobil noch nicht erbeten wurde. Irgendjemand hat es erfunden und andere haben es dann realisiert. Es hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. Es sterben jährlich 1,5 Millionen Menschen an Verkehrsunfällen, bei uns nur noch sehr wenige. Nach gewöhnlicher Logik würde man sowas verbieten, nicht? Aber die Mobilität ist nun mal ein primäres Menschenrecht und zumindest ein Menschenbedürfnis, das fast menschenrechtsförmig ausgedrückt worden ist. Das heißt, also, wir leben ja in einer Welt, in der eine ungeheure Kaskade an Innovationen auch bereits auf dem Wege ist, während wir uns Gedanken machen darüber, wer wir morgen sein wollen und wie wir uns fühlen wollen, ob wir jetzt schon ein Vorgefühl für einen künftigen Zustand haben, in den einzutreten für uns aufs Ganze gesehen den Lohn anscheinend. Aber da stehen die 190.000 Patentanmeldungen vor der Tür. Und wenn nur jedes zweite davon erfolgreich wird, haben wir 100.000 sozusagen Systemstörer zusätzlich in unserem Leben drin. Die kriegen wir so ohne weiteres nicht heraus. Also ich lese Ihre Empfehlungen eher sozusagen auf einer therapeutischen Ebene, denn die Neigung zur Demoralisierung und zur Entmutigung angesichts dessen, was man wissen kann über Trends, ist so stark, ja, dass man tatsächlich so etwas wie einen Wellenbrecher dagegen setzen muss.
Oder um ein Beispiel aus der Architektur zu nehmen, es gibt an den Ausgängen von großen Versammlungsräumen, wo Tausende von Menschen gleichzeitig drin sind, an diesen Ausgängen gibt es so etwas, seit einiger Zeit so etwas wie Paniksäulen, die zur Trennung, zur Aufteilung von menschlichen Massenströmen eingesetzt werden, damit keine schädlichen Zusammenballungen auch auftreten können. Wenn die Menschen sich selber massenhaft in einer sozusagen Rettungspanik zu einem Ausgang hinbewegen, verwandeln sie sich selber in Teile einer rein physikalischen Realität. Was heißt das? Sie werden Teil eines Massenstroms und dann ist der Homo sapiens sozusagen ein Schwarmintelligenz in der Bütt, ne? Ja, er selber wird zu einem Schwarmelement mit einer mittleren Schulterbreite von 70 Zentimetern und einem durchschnittlichen Gewicht von 65 Kilo. Und wenn Sie diese Angaben mit der Zahl der Flüchtenden multiplizieren, ja, dann bekommen Sie sofort den Druck, der nötig ist, um einen menschlichen Brustkorb um den Faktor 10 zu verkleinern. Ja, also der Mensch im Massenstrom, in der Panik, kann sich selbst aus dem Weg trampeln. Ne? Und diese Stimmung ist in gewissen unterschwelligen Bereichen unserer Alltagsempfindungen vorhanden. Sie ist aufrufbar. Also der Mensch ist auch ein Fluchtwesen und als ein panikfähiges Geschöpf. Und daher scheint mir eine solche Vergewisserungsübung in Bezug auf die Zustände, die wir erreichen möchten, im Sinne sozusagen einer antipanischen Therapie vor allem bedeutsam zu sein. Ich habe, als Sie jetzt gesprochen haben, der Begriff Druck, Begriff Angst steht im Raum. Sie haben vom Fabulieren gesprochen, mir fiel ein, es gibt vor 2-3 Jahren erschienen ein Roman eines Autors, der heißt Kim Stanley Robinson. Dieser Roman wurde von Barack Obama gepriesen, der heißt Das Ministerium der Zukunft und beschreibt ökoterroristische Taten. Da werden zum Beispiel Flugzeuge mit Drohnen zum Absturz gebracht, um den internationalen Luftverkehr zu verbinden. Das kann man sofort als Radikalisierung der Systemstörer, die momentan mit Klebstoff arbeiten, verstehen. Ist das Drohnen mit radikalen Aussichten? Ja, also wenn wir uns jetzt vor Augen führen, es wird jetzt in nächster Zeit zu den und den Umweltkatastrophen kommen, wenn wir nicht handeln, wenn die Klimaziele nicht erreicht werden und so weiter und so weiter. Ist das Drohen mit radikalen Aussichten das beste Mittel, um entschlossenes Handeln zu bewerkstelligen? Oder welche von Ihnen erprobten Mittel bevorzugen Sie? Ich glaube, die große Herausforderung, und das kennen ja alle, die seit langem an diesen Umwelt-, Mitwelt-, Klima-, Fragen arbeiten, ist, dass wir natürlich eine konzertierte Abwehraktivität hatten. Also ist inzwischen ja auch sehr gut dokumentiert, als dieser Bericht die Grenzen des Wachstums zum ersten Mal kam, 1972. Da ging es ja auch darum zu sagen, was sind die positiven Szenarien? Also wie können wir durch schnelles Agieren heute eigentlich dazu beitragen, dass wir in diese Overshoot-Szenarien nicht reinkommen? Und wenn man sich dann guckt, wie ExxonMobil 1974 selber nachgerechnet hat und gesagt hat, oh ja, Mist, das stimmt, das mit der Klimageschichte ist tatsächlich auch in unseren Modellen so wie dort, aber dann stecken wir das mal tief in die Schublade und machen mal alles, was wir können, um in Frage zu stellen, ob das wirklich kommt, hat natürlich die Bewegung der WissenschaftlerInnen und derjenigen, die das tatsächlich wahrgenommen und auch in ihrer Wahrhaftigkeit verstanden haben, sehr stark in diese Rolle gedrängt, immer wieder zu beweisen zu müssen, das ist echt ernst. Und dann wurde auf einmal sehr schnell drauf, ihr Doomsdayer, ihr könnt ja überhaupt nichts außer schlechte Szenarien an die Wand malen. Aber vorher hast du ja immer nachweisen müssen, es ist echt so. Und so flippt das so schnell. Und an vielen Punkten flippt das schnell. Und ich glaube, dieses schnelle Flippen müssen wir immer ganz vorsichtig oder ganz
prägnant identifizieren und ganz doll festhalten. Und das sind zwei Punkte heute schon wieder passiert, die unheimlich wichtig sind. Das eine ist, ach, ist doch nicht so schlimm, haben wir jetzt ja immer noch, ne? Mit den 1,5 Grad, wir haben noch ein bisschen Zeit zu, flipp, oh, ist ja zu spät. Gott sei Dank, in beiden Fällen kann ich mich ja nochmal zurücklehnen. Ne? Aber das ist natürlich nicht so richtig hilfreich, weil das richtig Interessante ist ja genau dazwischen. Wir haben verstanden, das ist ernst, jetzt machen wir mal endlich was, anstatt zu sagen, es ist ja eh zu spät. Und da ist das systemische Denken übrigens wieder unfassbar wichtig, weil zu spät gibt es da nicht. Weil dieser Evolutionsprozess eben ein offener ist und 2 Grad ist deutlich besser als 3, 4, 5. Das heißt, je schneller wir diese Kurve drehen, und das ist zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen im Club of Rome immer wieder das Einzige, wie kann das sein, dass die 723. Studie nachrechnet, ob wir genau auf den Szenarien sind, wo wir gesagt haben, wo wir sein, oder ob die Szenarien nicht stimmen, sondern das, was die Botschaft war aus dem systemischen Denken, ist, diese Exponentialkurven müssen ihre Richtung ändern und nicht, das war ja auch bei Climate Gate, ne? Oh, die Gletscher schmilzen nicht 2063, sondern erst 2065, komplettes Versagen der Wissenschaft. Ja, ist ja irgendwie ein bisschen irrelevant, oder? Aber natürlich schaffen wir das, und das ist wieder diese Abkehr von diesem numerischen, quantifizierten, extrapolierten Denken hin zu verstehen von Entwicklungsprozessen. Und der dritte Punkt, wo wir das auch sehen, ist dieses Flip. Erst hieß es, das Individuum muss es richten. Das ist ja auch wichtig, auch da zu zeigen, dieser individuelle ökologische Fußabdruck, eine Erfindung auch von Konzernen, die gesagt haben, jeder Einzelne von euch kann die Welt retten, so macht mal. Und wir helfen euch mit marginal besseren Produkten vielleicht auch dabei. Aber eigentlich sind nicht wir das Problem, sondern ihr. Hören wir ja heute auch wieder, es sind überhaupt nicht die Autokonzerne, sondern die Fahrenden, die das eigentliche Problem sind. Und jetzt haben wir natürlich wieder den Flip gehabt, weil viele auch aufmerksam gemacht haben, inklusive meiner selbst. Es sind strukturelle Veränderungen, es braucht Regelveränderungen und es braucht die Angebotsseite, die sich verändert, weil wir können als Individuum immer Akzente setzen, aber nicht aus der Nische in die Normalität. Ah ja, bist die Politik, was macht ich nicht? Flip! Und das Wichtige ist, dass die Welt meistens auch sowohl als auch entsteht. Und deshalb aufpassen vor den Flips und den Flops und vor allem, wer flippt und floppt, immer genau auch markieren, weil häufig sind die komischerweise erst auf der einen und dann ganz zackig auf der anderen Seite gewesen. Und das ist immer ein ganz guter Indikator, dass sie vielleicht immer noch nicht ernsthaft hingucken wollen. Und das sind dann diejenigen, wo man überlegen muss, wie viel Einladung braucht es noch und wo braucht es dann tatsächlich auch das Bezeichnen von dann notwendig werdenden Maßnahmen, wenn sich eigentlich einer Realitätsverweigerung so exzessiv hingegeben wird. Man könnte einen Versuch machen. Man könnte den Versuch unternehmen, Ihre Überlegung sozusagen in eine anthropologische Tonart zu übersetzen und den Menschen beschreiben als ein Wesen, das auf Gefahren mit durch sein angeborenes Reaktionsprogramm eingerichtet ist. Das heißt, wir haben die große Stressreaktion, die uns hilft, bei anwesender Gefahr für Leib und Leben das Richtige zu tun. Das heißt, entweder flüchten oder standhalten, nicht? Diese berühmten Alternativen. Wenn das Standhalten eben das Schwierigere ist, weil es eine Dressur voraussetzt, die zunächst nicht da ist, nämlich dass man unter Druck Kooperation aufrechterhält. Ein biologischer Anthropologe, Heiner Mühlmann, hat schon vor 2 Jahrzehnten etwa für diese unwahrscheinliche Form des Zusammenarbeitens unter hohem Druck den Ausdruck Maximalstress Kooperationsgemeinschaft geprägt. Das ist, finde ich, der ist zwar ungeheuer unelegant, aber sehr nützlich. Nicht? Denn man kann auch von dort her die Aufgaben an die gemeinsame Intelligenz herleiten, auch nicht nur in kämpferischen Situationen, nicht nur im Krieg ist Maximalkooperation unter Druck möglich und nötig, sondern auch bei der Lösung von intellektuellen Problemen. Kurzum, also der Mensch hat ein angeborenes Stressprogramm, das ihn zum Umgang mit echter Gefahr befähigt. Aber wir haben kein Organ,
das uns über Risiken informiert. Das Risiko ist nämlich eine tückische und abstrakte Größe. Ein Risiko, das könnte man definieren sozusagen als die zahlenmäßig oder mathematisch beschreibbare Wahrscheinlichkeit eines Schadens oder eines Gewinnes. Und dafür haben wir kein Organ, das uns mitgegeben worden ist. Das heißt, wir neigen dann dazu, immer entweder Risiken sehr stark zu überschätzen. Das heißt, dass wir solche Doomsday-artigen Antizipationen auswählen. Es gibt natürlich eine Freude an der Katastrophe. Homo sapiens ist ja nicht nur ein sympathisches Tier, sondern die Katastrophenlust, vor allem wenn man sich vorstellt, dass es die anderen trifft, das gehört eher zu den dunkleren Erbschaften. Potenzial in viele Richtungen. Unserer Gattung. Und daher ist die gesamte Arbeit der antizipatorischen Intelligenz lässt sich zusammenfassen in einem Ausdruck, den ein französischer Schüler des großen Anthropologen und Literaturwissenschaftlers René Girard Dupuis mit Namen den aufgeklärten Katastrophismus genannt hat. Also wer nicht mit dem Schlimmsten rechnen kann, der kann nicht einmal den nächsten Schritt im Harmlosen regelrecht vollziehen. Nicht? Und diese Einübung in die Denkformen des aufgeklärten Katastrophismus gehört eigentlich zum Bildungsprogramm für eine Zeit, in der tatsächlich die Natur aufgehört hat, Kulisse zu sein, sondern selber Akteur geworden ist. Ja, wenn Sie jetzt von der Arbeit der Intelligenz sprechen, wir sind ja konfrontiert mit Uneinsichtigkeit, mit Unwilligkeit. Peter Sloterdijk, Sie gebrauchen in Ihrem Essay den Ausdruck, dass es transnationale Demagogen gibt, also Populismus gegen faktenbasierte Wissenschaft. Wie kommen wir denn da weiter? Ich glaube, die Frage stelle ich mir ungefähr jeden Tag dreimal. weiter dranbleiben an die Vernunftbegabung dieser Spezies auch zu glauben und auch dran zu glauben. Und das ist, glaube ich, jetzt bin ich auch schon im Glaubenmodus angekommen, ne? Also da, die Überzeugung weiter hochzuhalten, war auch da aus der eigenen Erfahrung heraus. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, dass es in den meisten Gesellschaften, das sind sozialwissenschaftliche Studien, die von Institutionen wie Moin Common beispielsweise gemacht werden, immer noch eine Gruppe gibt, die eine 60-prozentige Summe ungefähr umfassen, die durchaus bereit sind, hinzugucken und durchaus bereit sind, Kompromisse zu finden und durchaus sich wünschen, diesen nächstmöglichen Schritt machen zu können. Und das haben die beispielsweise in den USA unter den, oder in Deutschland sind es dann die andere Teilung, heißt die Studie für Deutschland, und in den USA hieß sie Hidden Tribes. Und das geht auch auf ein sozialpsychologisches Konzept von Jonathan Haidt zurück, der sehr stark in die Wertefragen eben auch einsteigt. Also nicht, wir typischerweise gruppieren wir in unserer Milieustudie etc. ja die Personen nach sozioökonomischen Faktoren oder nach Genderfragen oder Migrations- oder Kulturhintergründen. Und da geht es wirklich darum, zu gucken durch tiefen Interviews etc., was sind auch Wertefragen. Und dann geht es viel dahin zu gucken, wie können wir eigentlich unterschiedliche Gruppierungen identifizieren, die ähnlich sind. Und die gute Botschaft ist, dass es tatsächlich so etwas gibt wie diese Mitte, die aber natürlich in unserer medial auch sehr agitierten Form der Demagogie, die ist, braucht ja irgendeine Plattform, die braucht einen Resonanzraum und die braucht einen Verstärker, natürlich inszeniert wird. Und sowohl das eine, geht überhaupt nicht nur um das eine Lager, oder das andere, sondern das andere Lager, in den USA ist es sehr extrem zwischen, wir sehen ja heute jetzt auch Wokeism, der dann an sich schon schlecht ist, aber man kann es auch echt überziehen in einigen Sachen. Und auf der anderen Seite dann eben eine reaktionäre Form des Ausdrucks. Und wenn diese beiden Extrempole anfangen, den Diskurs zu dominieren, dann kriegen wir alle zunehmend, das machen die SozialforscherInnen ja auch deutlich, das Gefühl, alle drehen so ein bisschen am Rad. Und so ist die Welt inzwischen, so sind die Leute inzwischen. Und da haben wir sowieso eine Prädisposition, sowohl in der Psychologie
dass die anderen so ein bisschen crazier sind als wir. Ne? Also uns trauen wir das zu mit diesem nächsten Schritt und uns zu verhandeln und so. Aber die anderen damit ein bisschen schwieriger. Und dann machen die Soziologen jetzt immer wieder darauf aufmerksam, dass es natürlich, je mehr wir über die anderen oder die Leute dann auch in den Medien sprechen, dass die nicht wollen und dass die dies machen und immer nur zeigen, was da jetzt gerade wieder an Extremen sich bahnbricht, die genau dieser Mechanismus, dass den anderen nicht über den Weg trauen, auch systematisch gefüttert wird. Und das ist ja etwas, womit wir eigentlich oder die kollektive Handlungsfähigkeit auch systematisch erodieren. Und das Vertrauen daran, dass wir eine gemeinschaftliche Lösung finden können. Und deshalb glaube ich, neben dem, was wir in der Veranlagung haben, haben wir natürlich Kulturtechniken, die uns mehr in die Richtung bringen, das positive Potenzial leben zu können und mehr in die Richtung zu bringen, das kleine Teufelchen und sich mal auf Speed zu bringen. So, ne? Und ich glaube, dass deshalb natürlich immer wieder es wichtig ist, zu fragen, wie gehen wir gerade miteinander um und was haben wir als Rituale und vor allem auch Verunmöglichungsrituale uns heute ausgedacht, damit wir bloß nicht weiterkommen. Und wer profitiert auch davon? Das ist ja unglaublich wichtig, bis hin zu den Fragen von, wer mischt sich in noch als Demokratie bezeichnbare Staaten ein, um genau diese Effekte auszulösen. Und damit sind wir dann bei Hannah Arendt und Totalitarismusforschung etc. Also wie kann ich es schärfen, dass Demokratien nicht mehr entscheidungsfähig sind, indem ich das Vertrauen erodiere. Und zwar nicht in eine bestimmte Aussage, sondern das Vertrauen in möglichst viele andere. Was wären vertrauensbildende Maßnahmen? Was wären vertrauensbildende Maßnahmen? Na, sowas wie hier heute, finde ich zum Beispiel, gehört mit dazu. Und wenn wir uns überlegen, was sind unterschiedliche Räume des Verständigens gewesen, gibt es unterschiedliche Beispiele, auch gerade in so Transformationsphasen oder Übergangsphasen in Südafrika. Am Ende der Apartheid Community Forum war ein Beispiel, wo Desmond Tutu und andere wirklich ganz bewusst gesagt haben, wir müssen die Kräfte zusammenbringen in einem sicheren Ort, in einem kuratierten Ort, um miteinander in Gespräche zu kommen, die sie in der natürlichen Form des Alltags nicht führen würden. Es gibt eine andere sehr spannende Studie, The Nordic Secret, das ist, glaube ich, auch auf Deutsch jetzt übersetzt worden, von Lena Andersen und Thomas Björkmann, die sich angeguckt haben, wieso die Übergänge in skandinavischen Ländern zwischen dem agrarischen Industriezeitalter leichter waren. Da waren auch die Verständigungsorte total wichtig. Es ging nicht nur um Skilling, im Sinne von, du kriegst jetzt die neuen Fähigkeiten, sondern es ging auch um einen Austausch darüber und sich gemeinsam mit diesen Fragen der Zeit beschäftigen zu dürfen. Und zu können, was übrigens auf Goethe zurückgeht und sein Bildungsverständnis ursprünglich. Und das heißt, Räume anzubieten, wo wir auch mit dem, was uns Angst macht, was uns anrührt, in einer konstruktiven Form uns begegnen können, bis hin zu, ich möchte gerne eine Talkshow haben, wo nicht von Anfang an klar ist, dass man sowieso auf keinen Fall irgendwie konstruktiv sprechen darf, sondern es nur darum geht, seine drei, so wirst du ja auch gebrieft, ne? Also bevor ich zu einer ersten Talkshow bin, komm, ich gebe dir noch mal eben mit, wie man das machen muss da. Du überlegst dir drei Sätze, die haust du raus, drei Botschaften, scheißegal, ob die hinpassen oder nicht. Hauptsache, du machst so deinen Punkt und setzt den und bleibst dabei souverän und bloß nicht zu doll auf die anderen eingehen, weil kannst du eh nur verlieren. Und wenn du, inzwischen kenne ich die Stuhlabfolge, ne? Dann gibt es da den Stuhl für die radikale Position. Und zack, ich wäre echt häufig drin gewesen. Und dann fragst du dich, was mache ich eigentlich in dieser Position, wenn ich doch eigentlich gerne versuchen möchte, einen Diskurs in die Richtung zu bringen, wo wir diese zwei Schritte zurückgehen, diese Frage, worum geht es eigentlich, mal stellen, damit wir nicht auch da in diesem Schlagabtausch der immer gleichen Lager, Begriffe und vermeintlichen Unauflösbarkeiten landen. Da können wir uns wirklich tolle neue Rituale überlegen, vom medialen Raum bis hin natürlich vor Ort. Wir hatten vorhin das Thema da unten, Bücher lesen, gemeinsam sich Literatur stellen, kochen, einfach gemeinsam Dinge machen oder stumpf mal was reparieren, Müll aufräumen, wo man sich als Menschen, die kooperativ auch tatsächlich ähnliche Dinge gerne tun oder von einem gemeinsamen Kooperieren auch profitieren. Und dann merkt man, der ist ja gar nicht so mies, selbst wenn er vielleicht die eine oder andere Sache ein bisschen anders denkt als ich. Radio 1. Radio 1 und RBB Kultur, Sie hören keine Live-Übertragung aus dem großen Sendesaal, sondern eine vertrauensbildende Maßnahme. Und genau. Es gibt auch kein Skript vorher, keine Absprachen. Deswegen frage ich Sie jetzt, Peter Sloterdijk, was fällt Ihnen denn da an vertrauensbildenden Maßnahmen aus der Philosophiegeschichte oder jetzt spontan ein? Ja, beim Ausdruck vertrauensbildende Maßnahme fröstelt es mich, ehrlich gesagt, ein wenig, weil ein Vertrauen, das erst hergestellt werden muss, ja, für mich so etwas wie
wie soll ich sagen, wie eine Kunsteisbahn im Sommer wirkt. Ja. Ich habe natürlich nicht die Zeit gehabt, sozusagen in Ihrem Buch sozusagen Wortschatzstatistik zu betreiben. Aber ich glaube, die am häufigsten auftauchenden Ausdrucke sind, eines haben wir schon gehört, ist jetzt das Wort System. Und das andere Wort, das wirklich fast obsessiv das ganze Buch durchzieht, heißt Wir. Ja. Ja, also Sie haben sozusagen eine Art von, sozusagen, man könnte es nennen, so einen grammatischen Schamanismus entfaltet, in dem Sie den Leser sozusagen ganz in die Binnenperspektive ihres sozusagen eigenen Enthusiasmus hineinnehmen und ihm auf die Weise sozusagen das Ausweichen in die Skepsis, ne, schwerer machen als gewöhnlich. Ja? Also sie lassen den nicht so leicht raus. Ja? Das heißt, hier in unserer Selbsterfahrungsgruppe verlässt keiner den Raum, bevor nicht die Gruppenleiterin das Zeichen gegeben hat. Ne? ja. Aber Sie haben vorhin so ein wunderschönes Bild gebraucht, zu dem ich eine andere Assoziation habe, damit Sie sehen, wie andersartig manche philosophischen Gedankengänge sich entwickeln. Das Bild vom blauen Planeten, Sie sagten die Murmel. Nietzsche hat das in einer seiner Schriften antizipiert, in seinen moralkritischen Schriften. Er sagte, wenn jemand vom Weltall aus die Erde betrachtet, er käme wahrscheinlich, und zwar über die letzten 2.000-3.000 Jahre hingestreckt, als könnte man ein synchrones Bild für das, was in dieser Zeit auf Erden passiert ist, erzeugen. Er käme zu der Überzeugung, dass dies der asketische Stern ist, ja, der bevölkert wird von missmutigen, verdrießlichen, lebensunlustigen Geschöpfen, deren Botschaft an die Mitwelt in der Hauptsache darin besteht, dass man ihnen zur Weltflucht rät. Ja. Das heißt, du kannst natürlich können nicht alle ins Kloster eintreten. Ne? Das Maximum an klosterfreudigem Leben hat übrigens Spanien im 17. Jahrhundert erreicht, als jeder Dritte die Flucht ins Kloster angetreten hat. Und wo. Aber jetzt wird es doch der Mars, oder? Könnte die nächste Etappe sein, obwohl es man kann auch Weltflucht auf der Erdoberfläche betreiben. Nicht? Das Bunker unter der Oberfläche. Eine Bunker oder Glaskuppeln oder ein schönes großes Grundstück auf Neuseeland. Ja. Oder man erwirbt die norwegische Staatsbürgerschaft und wartet darauf, dass man dort auch einen ordentlichen Riesling anbauen kann. Ja. Also Weltflucht ist eigentlich eines der ganz großen Menschheitsthemen gewesen in der Zeit etwa 1000 vor Christus bis zu dem Ereignis, das wir sowohl kulturhistorisch als auch zivilisationshistorisch als die europäische Renaissance bezeichnen. Da wurde plötzlich so an einem ganz großen Rad gedreht, so ähnlich wie Sie es sozusagen für die nächste Drehung ins Auge fassen, nämlich wo plötzlich entgegen dem Weltmisstrauen, gegenüber der Entsagungspredigt, gegenüber der Bescheidungspredigt, plötzlich Figuren auftreten, wie der Schweizer Humanist von Hutten, der den Ausruf von sich gibt, es ist eine Lust zu leben. Das wäre in den 2000 Jahren vorher keinem Menschen eingefallen, ja? Weil die Jammertal-Metaphysik doch sehr, sehr so stark ausgeprägt war und die Überzeugung so heftig war, dass das Leben ja eigentlich nur ein kleines Intervall zwischen zwei Ewigkeiten ist. Wir kommen ja aus
einer Ewigkeit, in die wir nicht hineinblicken. Und wir gehen in eine andere Ewigkeit, die wir uns schon etwas genauer ausmalen. Insofern es ja Paradies- und Höllenbilder gibt. Und wir in der Mitte spielen überhaupt keine nennenswerte Rolle. Also das erste Demonstraining, das die Menschen vollzogen haben, ist deswegen eben gescheitert, weil die Lebensfreude plötzlich sich durchgesetzt hat. Ja. Ein englischer Schriftsteller des 18. Jahrhunderts hat einmal in einem Brief an Dr. Johnson geschrieben, ich habe mich früher auch darum bemüht, ein Philosoph zu werden, aber ich weiß nicht wie, es brach immer wieder die Heiterkeit über mich herein. Ja. Ja. Also wir müssen in dem Punkt ganz stark insistieren, nicht? Also dieser Umschwung, ja, von den weltflüchtigen, weltabsagenden, pessimistischen und metaphysisch optimistischen, aber existenziell pessimistischen Positionen, dieser Umschwung in eine kategorial veränderte Welt- und Lebensbejahung. Das ist übrigens eine These, die dem Theologen und Orgelspieler Albert Schweitzer viel bedeutet hat. Der Akzent ist der, dass wir heute die Welt insgesamt, ja, als einen Ort betrachten, den zu bewohnen sich durchaus lohnt. Nicht? Und das heißt, die Empfindungen gegenüber der blauen Murmel haben sich tatsächlich so radikal verwandelt. Man kann seine Zeitgenossen eigentlich nicht oft genug daran erinnern, dass sozusagen Reste des alten Abschwörens eigentlich immer noch in der Luft sind und dass die Neigung, alles verloren zu geben, sich immer wieder auf eine gefährliche Weise in unser eigenes Handeln einmischen kann. Darf ich ein paar Sachen, oder mir fallen so viele Sachen ein. Weil ich finde das eine extrem, ne, so Flip-Flop. Jetzt ist ja so ein bisschen Vergnügungspark für die Reichen geworden. Ne? Also grenzenlose Halligalli ist jetzt irgendwie so der Auftrag geworden. Und wie viele von dem wir dann mitkommen, ist gar nicht so stark die Frage, die sich noch stellt. Und das ist ja genau das andere Extrem. Und genau deshalb, ich finde das total toll, das hat zu beiden Büchern so geklappt. Im ersten Buch habe ich mich komplett verweigert, das Wort Kapitalismus zu benutzen. Und alle so wissen, Sie haben das Wort Kapitalismus ja gar nicht benutzt. Und ich habe gesagt, ja genau, voll extra. Weil ich eigentlich gerne möchte, dass Menschen anfangen, mit mir diese Strukturen anzugucken und die empirischen Befunde anzugucken. Und sobald ein Ismus eingeschlagen wird, haben wir ja unsere eigenen Vorstellungen davon und auch Lagerbildung davon. Und das mit dem Wir haben wir viel diskutiert. Wir, ja, in diesem Fall, dieses kleine Wir, was in diesem Buchprozess beteiligt war. Und ich habe gesagt, ich setze es einmal gegen genau diese Ich-Kultur und ich habe das Recht, dieses Vergnügungspark-Ritual für mich zu vollziehen, weil das mit dem systemischen Denken wieder zu tun hat. Natürlich kann ich Grenzziehungen vornehmen. Deshalb gibt es da ein ganzes Kapitel zu Grenzziehungen, wo ich sage, mein Wir geht bis hierhin und nicht weiter. Und unsere ganze Form der Verständigung über die geschichtlichen Prozesse hinweg war von Grenzziehungen markiert und von Grenzverschiebungen und von Nicht-Akzeptieren von Grenzen von einigen, was dann zum Erodieren der Grenzziehung der anderen ja auch geführt hat. Kolonialismus ist ja eine dieser Thematiken, da haben wir was entdeckt. Ja, ich glaube, diejenigen, die schon da waren, haben vielleicht ein anderes Verständnis davon, wie man das beschreiben könnte. Und deshalb ist es ja so wichtig, aus der systemischen Perspektive zu verstehen, dadurch, dass die Dinge sehr miteinander zusammenhängen und vor allem natürlich diese Form von Vergnügen auf dieser Welt für sich in Anspruch zu nehmen, mit sehr viel Fragen von welche Grenzen ziehe ich dafür, für meine Mitlebewesen auf diesem Planeten zusammenhängt. Und dass wir deshalb diese Idee von ich, ohne Konsequenzen für die anderen, wollte ich massiv auflösen durch diese Wir-Geschichte. Und natürlich gibt es unterschiedliche Wirs, mit denen wir uns stärker assoziieren. Und es gibt auch eine Grenze für das, was wir vielleicht kognitiv und emotional verarbeiten können. Dieses Welt-Wir häufig überwältigt uns das ja auch ein Stück weit. Aber es ist eben auch interessant zu gucken, wie unterschiedliche systemische von Hayek bis anderen überlegt haben, welche Prinzipien helfen uns,
in kleineren Einheiten eigentlich dieses Wir machen etwas gemeinsam zu organisieren. Da hat es sehr viel mit Reziprozität, mit Reputation, mit nach den anderen schauen und so weiter zu tun. Und ab welcher Größenordnung brauchen wir diese technischen Instrumente, die wir da Geld nennen oder Bürokratien nennen etc., weil es einfach zu groß wird für das, was wir tagtäglich aushandeln können. Aber sich gewahr zu sein, dass diese Grenzziehungen des Wirs immer da sind und spätestens, und das finde ich so spannend, ich habe mir Ihre Begriffe natürlich auch geguckt, dieses Weltbodenschatz, Erbe war ein Begriff, den fand ich großartig, weil der ähnliche Sachen und das Treuhänderische, was damit einhergeht, spätestens da sind wir bei dem Weltwir. Ne? Wir nennen das aus der Forschung die Global Commons. Also vom Klima bis hin zur Biodiversität oder die Ozeane, das sind einfach Dinge, auf die wir alle zurückgreifen und deren Intaktheit für uns alle diese Lebensräume anbieten. Und wenn wir da nicht in eine Form finden, das hat Garrett Hardin als Ökologe und Ökonom 68 zum ersten Mal mit der Allmende ja auch durchdekliniert, wie wir das Management organisieren wollen, dann wird es dazu führen, dass wahrscheinlich wir in dem Bemühen, die einzelnen Wirs gegeneinander antreten, das kollektive große Wir vergessend, uns allen dann eigentlich im Grunde genommen das Leben schwerer machen, beziehungsweise nur noch einigen wenigen dann den Riesling in Norwegen anbietet. Mit der Frage, wo die ganzen anderen sind. Und das Interessante ist, dass Hardin ja mehrere Möglichkeiten formuliert hat. Er hat gesagt, wir können das auch alles in Stücke schneiden und ich draufschreiben, aber dann sollte das Verhalten, was ich an den Tag lege, auch von mir in der Mittelfristigkeit erfahren werden in den Konsequenzen. Und das ist, was wir nicht tun. Und deshalb ist das Wir in vielen Bereichen zerbrochen, weil ich für mich in Anspruch nehme, aber mich aus den Konsequenzen herausziehe. Und je mehr Geld ich habe, umso konsequenter ziehe ich mich aus den unterschiedlichen Grenzen raus und kaufe mir halt unterschiedliche Pässe, wenn es hier ungewöhnlich wird. Aber meine Steuern nehme ich gleich mit oder schicke die noch woanders hin. Und deshalb ist das Systemische immer, dass sie genau auch nur da funktionieren, wo gewisse Rückkopplungsschleifen nicht zerbrochen werden. Und das haben Ricardo und Smith und andere auch für diese Marktwirtschaft formuliert. Und inzwischen haben wir diese Rückkopplungsschleifen nicht. Also wenn ich Infrastruktur in Anspruch nehme, die von Steuern bezahlt wurde, wenn ich ein Sicherungssystem in Anspruch nehme, die von Steuern bezahlt wird, ein Bildungssystem etc. und mich dann aber umgekehrt an der Refinanzierung des Steuersystems lieber nicht beteilige, weil ich woanders bin, dann erodiere ich das Funktionieren dieses Systems. Und deshalb ist die Frage, wo ist mein Wir, ein total wichtiges, weil ich bin immer eingebettet. Und mein Ich hat immer Konsequenzen in seinem Handeln auf andere. Und deshalb kann ich auch sagen, mein Wir ist sehr klein, das steht ja jedem frei, aber dann bitte auch sagen, und das habe ich für mich so entschieden und dazu zu stehen und sich nicht hinter einem vermeintlichen Ich kann sich aus dem Gewebe herausnehmen, und das ist meine Freiheit, zurückziehen und aus der Verantwortung, das ist dieser halbierte Liberalismus. Und dagegen bin ich mit dem Ich mit dem Wir angetreten. Was halten Sie? Was halten Sie von diesem Wir? Wird Ihnen da auch wieder kalt wie auf einer Eisbahn im Sommer? Ich habe die Frage nicht verstanden. Sie hatten ja vorhin gesagt, als ich über vertrauensbildende Maßnahmen gesprochen habe, hatten Sie das schöne Bild, wenn Sie das hören, Vertrauen zu bilden, dann wird Ihnen so, fällt Ihnen plötzlich eine Eisbahn im Sommer vor. Was halten Sie von diesem Wir, das Maya Göpel gerade ausgemalt hat? Es gab einen Autor namens Carl Schmitt, der in den 20er, 30er Jahren sich als Jurist einen Namen gemacht hat und wegen seines opportunistischen Verhaltens in der Zeit des Dritten Reiches seinen Ruf aufs Spiel gesetzt hat. Er hat damals als geschworener Antiliberaler dieser Utopie der universalen Kommunikation eine mehr oder weniger höhnische Absage erteilt. Nicht? Er zitiert das Finale von ist es Così fan tutte oder Figaros Hochzeit, wo das Ensemble Tutti Contenti singt und so. Und das ist für ihn sozusagen die Selbstparodie der bürgerlichen Gesellschaft. Alle sind zufrieden, alle reden mit allen. Und im Hintergrund die harte These, wer Menschheit sagt, will betrügen. Das sind 100 Jahre vergangen und die Behauptung ist brüchig geworden, falls sie damals ein gewisses Maß an Wahrheitsgehalt besessen hat. Heute ist nicht mehr notwendigerweise ein Betrüger, wer das Wort Menschheit benutzt. Und zwar deswegen,
weil es wächst ein institutionelles Substrat heran, das sozusagen durch das Verkehrsnetz, durch die Verdichtung der Begegnungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen egoistischen Einheiten, die Möglichkeit einer definitiven Verfeindung mit einer anderen Seite immer unwahrscheinlicher macht. Ja. Also die eigentliche Obszönität der heutigen kriegerischen Vorgänge, die wir beobachten, besteht ja eigentlich darin, dass wir, was sozusagen die allgemeine Ethik und die allgemeine Vernunft angeht, in einem Zustand angekommen sind, wo dies wirklich als ein Rückfall wahrgenommen wird. Nicht? Also das Skandalöse ist nicht allein das, was an allen Kriegen zu beanstanden ist, sondern das Skandalöse ist eigentlich, dass es jetzt stattfindet. Und daher ist mein Blick auf diese Vorgänge aufs Ganze gesehen eher optimistisch. Selbst mit den Chinesen, die ich in meinem Buch nicht sehr freundlich behandle, sondern sie ganz unverblümt sozusagen als den Feind der Menschheit charakterisiere, aufgrund der völlig unhaltbaren These, auf der die chinesische Entwicklungspolitik beruht, dass sie so etwas hätten wie ein nachholendes Welt- oder Erdverschmutzungsrecht. Ja? Und deswegen verbrennt man 4 Milliarden Tonnen Steinkohle im Jahr, weil man ein von den Europäern entlehntes Reichtumsmodell in China importiert. Nicht? Übrigens hätte Frau Baerbock, als sie den chinesischen Außenminister getroffen hat in China, ihm eine Marx-Engels-Ausgabe, die man ja zurzeit in Deutschland antiquarisch leicht findet, nicht? Mit nach Peking nehmen sollen. Denn anders lässt sich ja diese merkwürdige Situation nicht verstehen, dass im Namen sozusagen des interessantesten deutschen Exportprodukts, nämlich des Marxismus, der größte und fatalste Staat, der zurzeit auf der Erde ist, regiert wird. Übrigens bin ich ganz auf Ihrer Seite, wenn Sie den Ausdruck Kapitalismus zu verwenden, sich weigern. Nicht? Er ist nämlich, glaube ich, auch aus der Sache heraus falsch. Denn das Hauptgeld, das in den Industrieunternehmen ins Zirkulieren gesetzt wird und das sich in festes und bewegliches Kapital aufteilt, ist ja in der Regel nicht meistens nicht aus Unternehmenserfolgen, sondern aus Gewinnen sozusagen genommen, sondern kommt aus dem Kredit, sehr häufig aus dem Kredit. Also die Systeme sind nicht durch das Kapital lanciert worden, sondern das Kapital steht an der zweiten Stelle. Vorher ist der Kredit, und das ganze System hätte von Anfang an Kreditismus heißen müssen. Und das hätte uns viel Ärger erspart. Nicht wahr? Und hätte auch keine so schmerzliche Umstellung von der Theorie des produktiven Kapitals zur Theorie des Finanzkapitals nötig gemacht, wie sie am Anfang des 20. Jahrhunderts sich als unausweichlich erwiesen hat, sehr zum Leidwesen einer Gruppe, die sie bemerkenswert wenig kritisieren, außer in indirekten Hinweisen darauf, dass sie mit keinerlei Art von Ismen fraternisieren wollen. Oder in ihrem Fall müsste man vielleicht sororisieren sagen. Also da hätte man manchmal vielleicht einen härteren Ton sich wünschen dürfen. Gegen den Finanzanteil in diesem Kapitalismus? Nicht nur den, sondern aber auch die marxistische Form der Kritik daran. Ja. Die ja immer noch auf dem Irrglauben beruht, dass das Proletariat der Faktor Nummer eins im Wertschöpfungsgeschehen ist. Nicht? In meinem Buch gibt es eine Stelle, in der ich
auf eine merkwürdige historische Koinzidenz hinweise, nämlich, dass 2 Jahre vor dem Erscheinen des ersten Bandes des Kapitals im 1867 ein englischer, heute würde man sagen Soziologe oder Ökonom mit dem Namen Chevin, ein Buch unter dem Titel King Coal, der König Kohle, veröffentlicht hat, auf das ein jüngerer französischer Ideenhistoriker mit dem bezeichnenden Namen Charbonnier, zu Deutsch Köhler, soeben wieder hingewiesen hat in einer sehr bedeutenden Grundlagenstudie über das Verhältnis von Überfluss und Freiheit. Ich glaube, das sollte sich als ein Klassiker für das nächste Jahrzehnt erweisen. Denn wenn man nicht vom Überfluss sprechen will, dann soll man auch von der ganzen modernen Gesellschaft die Finger lassen. Denn die moderne Gesellschaft war ja aufs Ganze gesehen der Versuch, das Lebensmuster der Aristokratie in die Massen zu tragen. Das heißt, heute will jeder mittelständische Mensch oder Mensch mit mittleren Einkommen Lebensgüter genießen, die dem Genuss und Aktionsradius eines französischen Aristokraten des 18. Jahrhunderts entsprechen. Das gilt hinsichtlich der Tafelfreuden, das gilt hinsichtlich der erotischen Lizenzen. Die Aristokratie hat als erste entdeckt, zumindest in ihren Nebenlinien, sobald der Stammhalter geschaffen, in die Welt gesetzt war, wurde Sexualität zur Quantité negligeable und Fortpflanzung war nicht mehr wichtig. Diese Botschaft ist in der heutigen Gesellschaft angekommen. Dann hat man, was die Mobilität angeht, Verhältnisse geschaffen, von den Aristokraten des 18. Jahrhunderts nur träumen konnten. Ich bin vorgestern mit einem Kollegen, einem Psychiater in der Schweiz, in seinem Auto mitgefahren. Und er hat mir nebenbei gestanden, dass er 430 PS unter der Haube hat. Also das ist mehr als 8-spännig Vorfahren. Ja. Sehen Sie diese Dinge, den Reiseluxus, den Tafelluxus, den erotischen Luxus und das Habitat im Allgemeinen zusammen, dann sehen Sie ganz deutlich, dass der Hauptvektor der sozialen Entwicklung auf der Nachahmung der Reichen durch die Armen beruht oder soziologisch gesprochen der Nachahmung der Aristokratie durch die Nicht-Aristokratie. In dem Spiel sind wir nach wie vor gefangen und ein Umdenken innerhalb dieses Systems ist außerordentlich schwierig, weil man all diesen Krypto-Aristokraten, die sich Bürger nennen, und die in Demokratien zu leben glauben, nicht ohne weiteres auf den Kopf zusagen kann, dass sie in Wahrheit unter falscher Flagge fahren. Ja. Und dass sie eigentlich ein ganz anderes Daseinsprojekt verfolgen, als das, was in der Verfassung steht. Ja. Menschen sind... Menschen sind sinnsuchende und kooperierende Wesen. Ihre Gesellschaften gründen auf Geschichten, mit denen sie die Welt entwerfen und erklären und ihre Entscheidungen treffen und begründen. Wichtig ist in diesen Zeiten, klare Prioritäten zu setzen und neue Geschichten zu finden, die uns Orientierung für das Wünschenswerte und Mögliche geben, Sinn verleihen und ansteckend sind, heißt es bei Maya Göpel. Darf ich Sie beide zum Schluss dieses Abends bitten, an dem wir ja uns im besten Sinne als sinnsuchende und kooperierende Wesen verhalten haben, uns eine Geschichte mitzugeben. Sie müssen uns nichts direkt auf den Kopf zusagen, die uns als Orientierung gelten kann. Und wenn Ihnen keine Geschichte einfällt, dann eine klare Priorität, die wir uns setzen sollten. Also ich denke, wir sind schon in der Lage, Wert Schöpfung und Wertabschöpfung, was die Krypto
Geschichte ja in meiner Essenz ausmacht, zu unterscheiden. Und ich glaube, dass es ganz couragiert darum gehen kann, zu sagen, wenn du das nächste Mal mir erzählst, wie unfassbar viel Kohle du gemacht hast, also Geld in dem Fall, du gemacht hast, dann sag mir doch bitte, welcher soziale und ökologische Mehrwert damit entstanden ist. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann geh bitte nach Hause, find das raus und komm zurück. Und vorher habe ich kein Interesse, mich in irgendeiner Form beeindruckt zu zeigen. Ich habe diese Aufforderung schon befolgt, bevor ich sie gehört habe, nämlich in Gestalt dieses Büchleins, in der ich nämlich die Geschichte von Prometheus weitererzähle. Prometheus ist der Kulturheros der Griechen, weil er den Menschen das Feuer gebracht hat. Die Griechen haben diese großartige Fähigkeit besessen, eine riesige evolutionäre Begebenheit, die seit einer Million Jahre auf der Erde bei Hominiden beobachtet wird, nämlich der Gebrauch des Feuers, in eine einfache Geschichte zusammenzufassen. Ja, Prometheus gehört dem titanischen Geschlecht, den vorolympischen Generationen an, die durch die Olympia überwunden werden. Aber er schließt einen sozusagen kryptotitanischen Pakt mit den Menschen. Er stiehlt am Feuerwagen des Helios den Brand, den Feuerstängel in einem Riesenfenchel und trägt ihn auf die Erde hinunter und macht dadurch die Menschen, wenn man so will, in Bezug auf das vierte Element handlungsfähig. Ja? Seefahrt, Ackerbau, Vogeljagd. Das sind die drei anderen Elemente, in denen der Mensch bereits, wie wir aus dem Chorlied aus der Antigone wissen, bereits navigationsfähig ist. Aber seit er das Feuer hat, ist in der Menschheit selber sozusagen ein kryptotitanisches Projekt angelegt. Und in dem Moment, wo wir die Feuer weiter anfachen, so wie wir es jetzt mit dem Abbrennen der unterirdischen Wälder in der Gegenwart getan haben, da bleibt Prometheus zögernd stehen und ist auf sein Geschöpf, die Menschen und auf das Geschenk, das er ihnen gegeben hat, das war er nicht mehr so stolz wie zuvor. Und und der Rest ist, wenn Sie so wollen, die Konvergenz von Politik und Feuerwehr. Firefighters aller Länder, vereinigt euch. Ich möchte dem noch Verse von Gottfried Keller hinzufügen, dem Schweizer Dichter, der auch 5 Jahre in Berlin lebte, aus seinem Gedicht »Trübes Wetter«. Die Hoffnung, das Verlorensein, sind gleicher Stärke in mir wach. Die Lebenslust, die Todespein, sie ziehen auf meinem Herzen Schach. Ich aber, mein bewusstes Ich, beschau das Spiel in stiller Ruh, und meine Seele rüstet sich zum Kampfe mit dem Schicksal zu. Vielen Dank für die Zurüstungen der Seele und des bewussten Ich. Vielen Dank, Maya Göpel und Peter Sloterdijk. Und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.